Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video mit mir. Ich bin der Markus, der Kölsche Schatzsucher, und ihr seid heute wieder bei einer Restauration oder vielmehr bei einer Reinigung eines Objektes dabei. So, es handelt sich diesmal es handelt sich um eine Verleere, und ich gehe da mal von aus, dass die von einem römischen Legionär war. Und die haben ja vorne so ein Brustgehänge gehabt mit vielen Verleeren drauf. Und das wird eine der vielen Verleeren gewesen sein, die er verloren hatte. So, das ist ganz dünnes Bronzeblech. Die Abbildung, es ist ein Kopf drauf zu sehen. Es wird ein Gorgonenhaupt sein, für vielen auch bekannt unter einer Medusa. Und ja, ist leider nicht mehr in einem guten Zustand, aber wir werden heute versuchen, das Bestmögliche hier rauszuholen. Danach werden wir das Ganze versiegeln, und ja, dazu werde ich wieder mein Wachs benutzen, das Restaurationswachs von mir. Ja, jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage nach der Reinigung. Ihr seht ja, normal ist die Verleere rund, es sind jede Menge Ausbrüche hier, ob ich diese wieder rekonstruiere, das heißt wieder eine intakte Verleere mache oder auch nicht. Das werde ich mir noch bei der Reinigung überlegen. Ihr werdet wieder komplett mit dabei sein, nur wir werden das Reinigen unter dem Stereoskop natürlich im Zeitraffer haben, weil sonst es wird keiner sich, ich sag jetzt mal, 5, 6, 7 Stunden am Stück hinsetzen wollen und mir zugucken, wie ich jedes kleinste Teil von der Verleere runterhole. Letztendlich ist wichtig, wie sah sie zuvor aus und wie sieht sie nach der Reinigung aus. Ich sagte ja euch immer, wer vernünftig restaurieren möchte, braucht vernünftiges Material dazu. Dazu gehört so ein Stereoskop und natürlich das Werkzeug, was man zur Reinigung braucht. Zu Anfangs rate ich jedem, der damit neu anfängt, sich an, an alten Knöpfen zu versuchen oder an Führungsringen von Granatsplittern, also die Granatsplitter mit nach Hause zu nehmen, daran versuchen, bis man ein Gefühl für Skalpell oder für das Zahnarztbesteck, was ich benutze, dann entwickelt hat. Ansonsten macht ihr mehr kaputt als wie ganz. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst es lieber so, wie es im Fundzustand war, bevor ihr was kaputt macht. Dafür gibt es geeignetes Fachpersonal beim Amt. Ihr müsst sowieso eure Sachen alle vorlegen beim Amt. Und wenn ihr euch bei einem guten Stück total unsicher seid, dann, übergibt es dem Amt, bevor ihr es selber kaputt macht. Oder einer Person in eurem Kreis, die damit schon Erfahrung hat. Okay, ja, jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo ich meine Grüße wieder sende. An dieser Stelle sei nochmal ein Dank an meinen Sponsor. Das ist der Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ein weiterer Dank geht natürlich an euch daraus, da ihr immer fleißig meine Videos guckt und auch eure Kommentare darunter schreibt. Ja, dann möchte ich nochmal den anderen sagen, die vielleicht noch kein Abo haben. Es wäre nett, wenn mich Leute, also ihr, abonnieren würdet, das Video liken würdet, eure Kommentare da lassen würdet, desto weiter komme ich natürlich im Ranking bei YouTube. Es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn das nicht macht. Wer aber Interesse hat, sollte es machen, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand mit den neuesten Videos.
Ja, und wie gesagt, wir werden anfangen nach meinem Intro. Also bis gleich. Jetzt geht es los. Ich werde jetzt meine Kamera, vielmehr mein Handy, ja, weil meine Kamera, die ist leider, die Akkus, die sind leider platt und ja, bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit, ich habe neue zu besorgen. Ich werde euch jetzt hier runter zoomen. Ich werde ab dem Zeitpunkt der Reinigung nichts mehr dazu sagen. Ihr schaut zu, es ist zwar im Zeitraffer und danach werde ich wieder einzelne Sachen euch dazu erzählen. Alles klar, bis gleich. Unterbrechung, weil ich denke mir mal, das wird den Rahmen heute sprengen. Es sitzt sehr fest, der Schmutz oder die Anhaftungen auf, ja, auf der Verlehre hier auf, extrem fest. Ich habe wirklich Mühe und Not, das so vorsichtig runterzumachen, dass die Originalpatina nicht dabei beschädigt wird. Und wie ihr euch ja vorstellen könnt, das ist Bronzeblech, das ist ja kein richtiger Bronzeguss, wo richtig Material einmal zu fest gedrückt, könnte das Blech reißen, es könnte die Patina reißen, es könnte alles passieren mit dem Teil. Also, ein Tipp am Rande, wenn ihr so solche filigranen Sachen habt, wirklich oder sowas habt, nicht drüber kratzen, sondern zieht es ab, zieht den Schmutz ab, schneidet ihn ab, Stück für Stück, bis ihr merkt, ihr kommt drauf auf der Patina an und danach Stück für Stück die restlichen Anhaftungen abmachen. Es ist viel Arbeit, es dauert lange. Ihr könnt es mir glauben, so ein Stück beansprucht manchmal, je nachdem, wie man Lust und Zeit hat. Ja, ich sag mal, das wenigste 15 bis maximal so ein Teil 20, 25 Stunden Reinigungsarbeit ohne alles andere, was noch dazu kommt dann. Wie gesagt, ich werde jetzt das Video Pause setzen, weil sonst habe ich die Speicherkapazität nicht mehr dafür und werde bei nächsten Schritten oder wenn ich wieder was habe, wo es schwieriger wird, euch wieder mit dazu holen. Also, dann sehen wir uns nachher wieder. Bis jetzt habt ihr ja alles gesehen, wie ich arbeite. So arbeite ich auch jetzt weiter und ich werde euch gleich wieder mit dazu holen, wenn es wieder was Neues gibt. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich bin gut im Bild. So, das Grobe habe ich jetzt schon mal alles runtergereinigt. Das heißt also den groben Schmutz. Jetzt kommt es natürlich, wir müssen jetzt bei diesem Objekt die Konturen gut nacharbeiten. Das ist ja so, ich werde ja auch oftmals gefragt oder mir werden Münzen gezeigt, die wirklich ziemlich abgegriffen sind. Kann man da noch was rausholen oder nicht? Gut, hier muss man dann dazu sagen, man muss jetzt natürlich beherzt damit vorgehen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dick ist die Patina, was für eine Schichtstärke hat diese ausgebildet. Hat sie eine gute ausgebildet, dann kann man mit einem sehr scharfen Skalpell Konturen gut nachschneiden. Was aber hinterher wichtiger ist, ihr braucht so eine Nadel. Das ist jetzt zwar eine Augennadel, die ein Augenarzt für eine Operation braucht, aber ihr könnt auch normale Nähnadel nehmen. Die macht da vorne ein bisschen stumpf. Ein bisschen. Nicht zu viel, aber ein bisschen stumpf. Und glättet mal einfach mal mit, wenn ihr habt, ein 3000er Nassschleifpapier, die Ecken. Und damit arbeitet ihr die Konturen nach. Warum mit einer Nadel und nicht mit einem Skalpell? Ganz einfach, mit dem Skalpell schneidet ihr. Hiermit drückt ihr praktischerweise in die Konturen rein und erweitert sie nach links und nach rechts. Ja, ich sage nicht gleichmäßig, aber gleichmäßiger als wie wenn ihr sie schneiden würdet. Und beim Drücken nimmt ihr auch nicht so viel Material weg, weil ihr
Schleifen kann man das auch nicht nennen. Ihr zieht es praktischerweise ab. Ihr arbeitet so langsam vorwärts unter dem Mikroskop und deswegen unter einem guten Stereoskop mit einer guten Einstellung, dass ihr sehen könnt, wie weit könnt ihr die Patina runternehmen. Und dadurch kommen die Konturen wieder ein wenig besser rausgearbeitet und dadurch kommt natürlich auch das Münzbild oder wie jetzt hier das Gesicht hinterher zum Schluss besser zur Geltung. Man sieht die Feinheiten an den Augen rundherum, die Pupillen, ich sag jetzt mal die einzelnen Augenbrauenansätze, die Haaransätze hier bei dem Gorgonenhaupt sind es stilisierte Schlangenköpfe, die man sich vorstellen muss, weil es ist ein bisschen wild nach hinten. Hier sind jetzt unterm Stereoskop, konnte ich jetzt sehen, ich habe jetzt keine Köpfe von Schlangen gesehen, aber es ist einfach ein Gorgonenhaupt. Wenn man sich ein bisschen mit der Mythologie beschäftigt und ich sag mal mit der römischen Mythologie und man schaut viele Legionäre an, die ich sag jetzt mal vorne einen Brustpanzer hatten, also jetzt die höher gestellten Zenturien oder wie auch immer ein Befehlshaber, die ich sag mal mehrere von diesen Anhängern hatten. Da kann man das dann sehen, dass es ein Gorgonenhaupt. Und wenn man natürlich sich ein bisschen im Internet schlau macht oder auch ein bisschen sich beliest, dann ist nämlich das Wichtigste, lesen und nicht einfach nur raussehen und machen und dann 25 Mann fragen, was das ist. Lesen ist das Wichtigste, dass man sich selbst ein bisschen weiterbildet daran. Dann weiß man, wo man mit zu tun hat. Und dann kann man natürlich auch, wenn man ein bisschen eine Vorstellungskraft hat, und weiß, wo da ungefähr die Konturen sind, die Konturen nacharbeiten. Und das machen wir jetzt. Und dann nehme ich euch wieder mit. Wie gesagt, ich habe jetzt die Nadel. Aber zuvor muss ich sagen, ich mache es jetzt trocken. Jetzt arbeiten wir im trockenen Zustand. Warum? Kann ich euch sagen. Da, wo Konturen sind, wird es entweder extrem heller oder extrem dunkler, diese Striche oder ich sag mal diese Konturen. Und man sieht, ob dort noch viel Dreck drin sind in den Konturen oder auch nicht. Und dann kann man diese natürlich schön frei arbeiten. Hinter arbeiten wir wieder nass. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt erstmal die Frontseite und hinter zum Schluss machen wir die Rückseite. Und jetzt nehme ich euch wieder mit und jetzt geht es wieder in den Schnellvorlauf. Ach, noch zum Schluss. So. Wer vielleicht jetzt erst eingeschaltet hat oder jetzt gerade mein Kommentar dazu oder ich sag mal meine Ansage dazu mitbekommen hat. Also nochmal für die, es wäre schön, wenn er mich abonnieren würde, mir ein Like da lassen würde und hinterher zum Schluss das Ganze kommentieren würde. Und natürlich in den Gruppen das teilt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter und ich nehme euch wieder mit runter. Also bis gleich. So, ich habe jetzt da schon, ja, wie ihr seht, mit angefangen, mit den Konturen freilegen. Das beansprucht natürlich auch eine Zeit. Darum werde ich jetzt wieder auf Stopp setzen. Wie gesagt, ihr wollt ja bestimmt nicht in 3 Stunden füllen, ihr wollt hinter das Ergebnis sehen. Wichtig ist, ihr müsst euch solche Nadeln. Hier ist zum Beispiel auch so eine einfache Nähnadel. Und die habe ich mir reingemacht. Ihr könnt das an so einem Holzstöckchen machen oder wenn ihr mal chinesisch essen wollt, dann an den chinesischen Stäbchen, wie auch immer. Oder ihr habt hier solche Teile da wie ich. Macht sie rein, klebt sie fest und arbeitet damit. Ich zeige euch hinterher das Ergebnis und wir sehen uns gleich wieder. Also dann bis gleich. So, da bin ich wieder mal. Jetzt haben wir hier die Konturen gut nachgearbeitet. Ihr seht, es ist sehr matt. Es hat keine oberflächliche Glänze, oder Glanze, sag ich schon, oberflächlichen Glanz. Das ist natürlich durch das Bearbeiten mit dem Skalpell und darunter schneiden, ist das normal. Aber da seht ihr, dass ich sehr flächendeckend geschnitten habe. Hier sind einige Ausbrüche, das ist eben halt bei Bronzeblech so. Und jetzt gehen wir auf die Rückseite und arbeiten die Rückseite aus.
Das machen wir genauso wie die Vorderseite, immer mit Vorsicht, weil ihr wisst ja, ihr habt jetzt Ausbrüche und das Blech ist sehr dünn. Der Schmutz hält wirklich das Blech hinten zusammen. Aber jetzt müssen wir natürlich, ich muss jetzt natürlich gucken, wie ich das am besten mache. Ich werde mir natürlich jetzt die Metallscheibe, die ich da drin habe, im Stereoskop, also der Objektträger, rausnehmen. Ich werde jetzt unten auf dem Handtuch arbeiten. Ihr seid wieder mit dabei und das Ganze geht wieder gleich in den schnellen Vorlauf oder ja, wie man das benennen mag. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Also bis gleich. So Leute, ich hole euch gleich wieder mit dazu. Ich mache jetzt erstmal die Feinarbeiten da wieder raus und zeige euch dann das fertige Resultat. Und dann überlege ich mir, wie wir die Sachen wieder auffüllen können. Im vernünftigen Sinne, so dass es auch hinterher gut ausschaut. Also bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und ich bin soweit fertig. Auch von hinten gereinigt. So gut wie es geht. Man muss natürlich aufpassen, ihr seht ja selber die Ausbrüche hier. Da war vorher viel Dreck drauf gewesen und klar, es bricht immer ein Stückchen mit ab. So, von vorne nochmal, da ihr das sehen könnt. So. So, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, blasiert jetzt so, wie es ist, oder komplettiere ich das in dem Sinne, dass ich jetzt, ich sag mal, mir mit Sekundenkleber und Patina und eventuell auch mit Farbpigmenten mir eine Schicht aufbaue, so dass die Verleere hinterher wieder komplett ist und auch das Gesicht komplett zu ist. Ja, dazu muss ich jetzt sagen, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken, weil so einfach ist das Ganze nicht. Aber ich werde zuvor mir nochmal das Ganze angucken und werde mich in ein paar Minuten nochmal bei euch dazu melden. Also bis gleich. So, da bin ich nochmal. Ich habe mir das Ganze nochmal unterm Stereoskop angeguckt und eventuell kann ich euch das mal zeigen. Man hat ja immer hier in den Rissen so Bronzestellen. Ist ja logisch, weil ist ja weggeplatzt und da weggeplatzt. Um das jetzt erstmal ein bisschen anzugleichen, sage ich mal, zu Anfangs, könnt ihr auch wieder hier meine Silberpatina nehmen. Das funktioniert auch bei Bronze und Kupfer, wenn da richtig blanke Stellen sind. Die schwärzen nach. Also das heißt nicht, dass man mit der Silberpatina, die man eigentlich die schwarz ja wird, Bronze mit patinieren kann. Klar, wenn man eine schwarze Bronze haben möchte, kann man das natürlich damit auch machen. Da muss man sie vorher ein bisschen blank machen und dann funktioniert das auch. Aber ich will ja hinterher eine grüne Patina haben und dadurch werden wir jetzt erstmal aber die Stellen, die Bronzestellen kaschieren und vielleicht auch ein bisschen das Rötliche ein bisschen kaschieren. Mit dem Ganzen. Das sieht immer besser aus, wenn da ein bisschen schwarz dazwischen ist, als wenn da jetzt rote Flecken drauf sind. Also wir werden das Ganze jetzt mal mit meiner Silberpatina machen. Ihr seid wieder mit dabei. Aber zuvor erwärme ich das ein wenig und werde es dann hier in einen kleinen Becher legen und dann die Silberpatina drauf kippen. Die braucht ihr hinterher nicht wegzukippen, die könnt ihr dann hinterher wieder in einen Behälter tun. Geht euch die Urinbecher aus der Apotheke holen und damit könnt ihr dann auch immer hin und her, da ihr immer frisches Zeug habt, genauso wie mit dem Silberreiniger, so dass ihr das Gebrauchte in ein separates Gefäß macht und immer frische im frischen Behälter lasst. So kommt ihr länger damit aus, wenn ihr die Sachen von mir habt. So, wir fangen aber jetzt mal an und ihr könnt das Ganze sehen. So. Also, okay, ich mache das jetzt wieder nach unten. Und ihr schaut zu.
Also nur erwärmen, nicht heiß machen, weil sonst könnte an den Rissen die Risse weiter reißen. So, wir legen das Ganze jetzt hier rein. Ich hoffe, dass man das sieht. So, und jetzt kippen wir das Ganze mal hier rein. Und nachher wieder um in das andere. So. Jetzt lassen wir das Ganze mal eine Minute drin. So lange braucht es eigentlich gar nicht. Ich glaube, das können wir jetzt schon wieder rausholen. Ich muss mal gucken. Den. Und wichtig ist es danach, ich komme mal runter, so ich das überhaupt stelle. Und wichtig ist es danach gut zu wässern, dass die Patina da runter ist, weil wir wollen es ja hinterher versiegeln. Aber da kommen wir dann hinterher zu. Und wie gesagt, ich werde mir jetzt mal Gedanken drüber machen, wie wir das Ganze, ja, machen können, dass das aufgefüllt ist. Ne? Da muss man sich echt Gedanken machen. Also das geht nicht von gleich. Und hier seht, das sind alles Live-Aufnahmen, keine gestellten wie bei manch anderen, die 25 Mal dafür probieren müssen. Bei mir seid ihr immer da live bei, auch wenn ich mir die Gedanken mache. Nur wenn ich mir die Gedanken mache, mache ich natürlich dann die Kamera aus, und sobald ich weiß, wie ich da vorgehe, melde ich mich. Okay, so, jetzt können wir draus holen. Und wir spülen das Ganze jetzt mal unter fließendem Wasser ab. Und oder Quatsch, ich kann das ja auch hier rein tun. Reicht, anstatt es abgespült ist. So. Und dann trocknen wir das Ganze wieder. So, das machen wir jetzt erstmal vorab. Hier mit dem Lappen, den ich hier liegen habe. So, mit dem Lappen, den ich hier liegen habe. So, das seht. Oder wir können das auch hier mit dem Lappen machen. Das ist eigentlich, ich glaube, es wie schon. So. Nur, dass das trocken ist. Und dann föhnen wir das wieder trocken. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich das mit Patina mache und ja, mit dem Auffüllen. Es wird garantiert hinterher ein Unterschied da sein, also zu 100% kann man das auf so einer großen Fläche nicht machen, dass man es nicht mehr sieht, aber es geht ja darum, dass die Ausbrüche zumindest nicht mehr weiter brechen und dass das Ganze richtig stabilisiert ist und dann konserviert ist. Das Hauptteil, das Gesicht ist ja intakt. Es geht ja wirklich nur um, ich sag mal, den Rest. So, seid ihr mit dabei, wir trocknen das. So, das war's auch schon mit dem Trocknen und ich melde mich gleich oder wann auch immer, vielleicht dauert das auch ein paar Tage, bis ich mir da die Gedanken richtig rum gemacht habe, wie wir das machen können. Dann melde ich mich bei euch wieder und dann machen wir das Ganze zusammen. Bis dahin, ciao. So, ich habe mir was überlegt. Ich habe noch von dem Tintenfass ein Stück Restpatina. Und hier ein bisschen Farbpigmente mit Schmutz gemischt. So, jetzt habe ich hier mit diesem Klebeband, was heißt Klebeband, das ist für Dachdeckerarbeiten, das ist ein Aluminium-Klebeband, wo man mit auslegen kann, was, das ist ein bisschen fester. Jetzt habe ich hier, wie ihr sehen könnt, das Gesicht von außen damit abgeklebt und soweit
ein bisschen modelliert von innen. Jetzt werde ich erstmal auf das Klebeband ein bisschen Patina streuen. Und danach werde ich das Stück für Stück mit Sekundenkleber aufbauen und ich hoffe, dass ich damit keinen Fehler gemacht habe und hinter das Gesicht kaputt damit mache. Ja, wie gesagt, das ist experimentell. Bei jedem Teil ist das anders, beim Tintenfass war es anders, bei jedem Teil ist das anders und man muss eben dafür ein Gefühl haben. So, ihr seid wieder mit dabei. Das Ganze geht wieder in den Schnelldurchlauf. So, das kann da selber mal gucken. Von innen schaut es schon mal gut aus, auch mit der Farbe. Hinter kann man das ein bisschen beischleifen, ganz kurz, so dass die Übergänge verschwimmen. Aber jetzt kommt es natürlich von außen drauf an. Und da bin ich jetzt echt drauf gespannt. Das muss ich unterm Stereoskop abmachen. Und wenn ihr jetzt abgemacht habt, hole ich euch wieder mit dazu. Also bis gleich wieder. Und ich bin überglücklich. Es hat so funktioniert, wie ich wollte. Und ich musste noch nicht mal schleifen. Ihr könnt da gucken. Das Gesicht ist komplett. Ihr könnt da das sehen. Die etwas dunkleren Stellen ist das Aufgefüllte. Jetzt ist das noch von hinten ein bisschen zu und man sieht gar nichts eigentlich. Wirklich, also besser als wie gedacht. So, jetzt werde ich natürlich erstmal mir Patina schleifen müssen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich noch ganz viele alte Münzen habe und ja, andere Bronzegegenstände und davon muss ich mir jetzt die Patina runterschleifen, aber dazu nehme ich euch nicht mit. Das habt ihr ja schon mal bei dem Tintenfass gesehen, wie das geht mit dem Runterschleifen. Das benötigt extrem viel Zeit. Ich werde mir jetzt die Zeit nehmen und wenn ich den Rest hier auffülle, das heißt hier den Kranz komplett mache, werde ich euch wieder mit dazu holen. Aber ich bin froh, dass ich es gewagt habe. Also ich bin überglücklich. Das Gesicht ist jetzt komplett. Okay, dann sehen wir uns irgendwann wieder, ob das heute ist, morgen, übermorgen, aber wir werden uns wieder sehen. Für euch ist das nur ein Klick. Bis dahin. Tschüss. Moin Leute, so gestern bin ich nicht mehr fertig geworden. Ich musste es gestern ja nach der Rekonstruktion des Rahmens, wie ich es jetzt benenne, oder der Scheibe, muss ich es erstmal trocknen lassen, dann danach schleifen. Ja, dann habe ich gewachst und habe den Wachs jetzt einziehen lassen. Das Schwierigste war wirklich die Patina anzupassen, also was heißt Patina anzupassen, also die Farbpigmente so zu mischen, dass sie dann zur Patina passen. Ja, und ja, wie gesagt, gestern war wirklich ein extrem langer Tag für mich und ich bin wirklich spät ins Bett gekommen. Also ich habe gestern angefangen, irgendwann, ich glaube gestern Morgen war es 8:30 gewesen, 8:30 denke ich mir mal, 8:30. Da waren jetzt 12:08, ich weiß es ja nicht. Also wirklich sehr früh und bin aus dem Keller gegen 0:30 Uhr. Also da könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Wenn wir mal einfach von 9 bis 9 sind, 12 plus 15, 15,5 Stunden war ich gestern hier im Keller und hab gearbeitet. So, wenn man jetzt alles rund nimmt, ist so ein Stück in Dauerarbeit 18 bis 20 Stunden. So, und da kann man sich ja selber mal ausrechnen, ob sich das lohnt zu machen. Ja, für mich lohnt es sich zu machen. Ich meine, für jeden anderen auch. Nur wenn man das
zum Finanziellen setzt, wenn man das machen lässt, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wenn ein Restaurator, ich sag mal, 80 Euro die Stunde nimmt, dann bewegen wir uns im, ja, in einem Preissegment zwischen, ich sag mal, 1400 bis 1800 Euro für so ein Teil. Und das sprengt natürlich den Rahmen. Ja gut, es ist soweit fertig. Ich werde es euch hinterher, wir werden es jetzt zusammen noch aufpolieren ein bisschen. Dann werde ich zum Schluss des Videos Bilder davon ansetzen und euch auch dann zeigen, wo es im Gehänge, ihr müsst das so vorstellen, der Zenturion, der Römer, der hatte hier einen Brustgurt angehabt, wo mehrere Verlehren dran waren. Und diese Verlehren, das waren, ja, ich sag mal, Symbole von, ja, ich sag mal, man sollte beschützt werden, es sollte auch natürlich die ganze Optik dem, ich sag mal, dem Gegner ein bisschen beeinflussen, dass man, ja, ich sag mal, mit mächtig Kraft vor einem stand. Ja, und ich denke mal, davon ist diese Verlehre. Ja, nichtsdestotrotz, wir tun es jetzt polieren und danach, wie gesagt, mache ich die Bilder und ich werde auch von diesem Brustgurt noch ein Bild anhängen. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Ich nehme euch wieder mit runter, ihr guckt das dann euch an und zum Schluss mache ich die Abmoderation und erzähle nochmal was darüber. So, bis gleich. Ja, nichts vergessen, es ist im schnellen Vorlauf. Also bis gleich. So, ich bin fertig. Das reicht auch schon, das Polieren. Wenn ihr jetzt wisst, noch durch den Film, also wer ihn noch nicht gesehen hat, sondern erst ab jetzt zugeschaltet hat, sollte sich das ganze Video angucken. Ich werde natürlich zum Schluss auch ein Bild aus dem Video nehmen, wie es vorher ausgesehen hat. Ansonsten könnt ihr gerne meine Videos schauen. Da ist die Sache oder vielmehr die Verlehre, die ich oder dann, ich sag mal, das Bruchstück der Verlehre, was ich gefunden habe, in einem Video erklärt und gezeigt, wo ich es gefunden habe auf dem Acker und jetzt die Rekonstruktion. Ihr seht sie jetzt mal im Video und hinterher im Bild. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich hoffe, man kann das auch gut erkennen. Es ist mir wirklich gut gelungen, die Teile zu ergänzen. Ihr müsst immer darauf aufpassen, macht es nicht zu schön, ich sag mal, zu extrem genau. Ich meine, ich kann es auch noch viel genau. Man soll es sehen, das, was nachgemacht ist oder angesetzt ist. Man will ja nur so weit das rekonstruieren, dass man sagen kann, okay, jetzt ist es komplett, es ist wieder richtig schön ansehbar. Für die Vitrine, für einen selber. Und so schaut es aus. Ja, ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, mir ein Like für das Video da lassen würdet, einen Kommentar, was euch daran gefallen hat oder was auch nicht. Also ich bin wirklich kritikfähig, also ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Nur es sollte auch dann begründet sein, warum auch immer. Ja, dann möchte ich nochmal zum Schluss einen Gruß an meinen Sponsor, den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de senden. Ja, danke Jochen für dein Vertrauen in mich und ja, ich sag ja, wir kennen uns ja schon etliche oder viele, viele Jahre. Wir sind ja im Sondlerbereich groß geworden. Ich freue mich immer, dass du mich so weit tatkräftig unterstützt, auch in den Videos. Ja, und dann einen ganz besonderen Dank an meine Followers bei YouTube. Und ja, ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ich
hoffe, dass euch das bis jetzt gefallen hat. Ich bin also nicht der große Filmer wie manch anderer und ich mache auch nicht die Kasperei wie manch andere und was weiß ich nicht, so dramatisch. Und wie ihr sagt, ich bin eben so wie ich bin. Ich gebe mich so, da könnt ihr auch all meine Freunde und Kollegen fragen, die mit mir so trainieren. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und wir sehen uns in einem neuen Video dann wieder. Also bis dahin, tschüss!